Hier hingegen. Die, die mitfahren wollen, denen ist es zu teuer. Na, machen wir 260. Ah, es sieht schon mal besser aus. Gut. Ansonsten scheint das alles gut zu laufen hier. Wir haben hier eine Information, da haben wir eine Information. Der... Das liegt doch schon da ewig, ne? Ja, es scheint da jetzt hinzulaufen, ja. Jetzt abgeblieben. Ah, ausgerechnet die Ecke. Diese Ecke macht er nicht. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist ja auch echt krasser Scheiß. Nur dieses eine kleine Feld, was nicht angeklickt wurde. So ist das dann. Okay. Gut. Der erste Zug fährt los. Auch sehr rechnet hinten, sind sie alle eingestiegen. So schön. Aber jetzt sieht es langsam rund hier. Die werden alle bis nach vorne kommen, oder? Und aber wie gesagt, das wird sich erst auszahlen, wenn wir hier weiter ausgebaut haben. Eine andere Methode wäre auch noch gewesen, den Park erstmal die ganzen Gehwege, die schon da waren, also die Hälfte davon, sag ich mal, die, die ich jetzt hier so gerade anzeige mal, dass man die Hälfte abreißt, also besser gesagt so abschneidet einfach, um die Leute nur auf die Seite zu lenken, was nicht so schlecht gewesen wäre. Und irgendwann hätte es dann bestimmt geheißen, ja, es gibt Stau und dann das frei zu machen. Aber, ja, ich weiß nicht. Auch jetzt merken wir, jetzt kommen ja die ersten auch hier hin. Und, die nächste Attraktion, was haben wir da jetzt? Sich drehende Wagen für Mini-Achterbahn. Das ist Mini-Achterbahn, oder? Okay, sind also jetzt auch wieder Sachen, die ich sage, muss man auch nicht so unbedingt haben. 16. Juli. Könnt ihr jetzt schon sagen, Verbesserung von Attraktionen. Machen wir mal vielleicht mal aus. Und dann sehen wir einfach mal, es ist nicht immer, es ist wie gesagt, für solche Szenarien vielleicht auch mal gut, wenn man die wieder rausnimmt. Und jetzt, ja, ich würde sagen, eine neue Achterbahn. Wir haben jetzt 10.000 am Start. Könnte man langsam wieder drüber nachdenken. Aber wir haben jetzt schon fast 800 Besucher. Also eine Parkbewertung von 795, nee, Besucher, 825. Also sind wir völlig im grünen Bereich hier. Diese... Ja, okay. Wo haben wir die jetzt hier? Nee. Trauerweiden. Müssten das sein, wa? Trauerweide. Die gefallen mir hier an dem See wunderbar. Kann man ruhig noch ein paar hinstellen wieder. Ja, glaube ich, vorhin so weggemacht haben. Gerade hier, wo wir eh nichts mehr so großartig zum Bauen jetzt gleich haben. Gut. Und diese Springbrunnen-Dinger hier können wir hier auch noch mal hinmachen. So. Hier hin. So. Knallen wir damit auch noch zu. Was haben wir denn noch Schicket anzubieten? Ich
wollte doch irgendwas ganz Bestimmtes gerade noch. Ach so, diese... ja, aber die kommen wir ja nicht so weit dahin machen. Aber gerade so in dem Bereich können wir nachher mal schon sehen, ob wir hier noch ein paar Pflanzen und so was unterbringen. Ich nehme ja eher lieber Bäume als diese, die Beete, weil die ja dann doch immer bewässert werden müssen, was für die anderen Leute ja, für unsere Hilfskräfte hier auch dann. Schon wieder mehr Arbeit bedeutet, und zwar in dem Sinne für mich wiederum schlecht, weil sie dann sich nicht so unbedingt auf die das Erbrochene oder die Mülleimer kümmern, was das Kerngeschäft, sag ich mal, für die ist. Es sei denn, du beauftragst jetzt wieder extra ein, aber sag mal, das muss man jetzt nicht so haben. Und ja, man merkt auch, sie kommen jetzt langsam immer näher hier hin. So. Sich drehende Wagen und wir haben maximale Finanzierung. Okay, war gut. Ja, was machen denn unsere beiden Freunde Schmunzel und Simon? Sind die denn noch da? Die sind noch da. Ich bin mal gespannt. Schmunzel ist wieder durstig, hungrig. Durst kommt auch langsam auf die Toilette. Wo rennt er denn rum? Er sitzt momentan. 10-mal gefahren, einmal gegessen. Verkaufte Andenken. Hat noch 25,60 Euro im Park. Dieses Eis ist sein Geld wert. Die Filet-Wegweiser, die Filet-Schirm und ein Eis hat er. Oh, so richtig fröhlich. Oh, wo ist er denn? Ah, okay. Er sitzt also... er sitzt da und isst Eis. Ist natürlich klar, wenn er jetzt hungrig... Toilette... Energie hat er noch voll. Sag ich also mal... Dann sollten wir ihn wenigstens mal zur Toilette bringen, unseren Schmunzel. Ich hätte jetzt gedacht, dass er zur Toilette geht. Okay. Und Simon? Er ist fröhlich ohne Ende. Ist... Einmal hat er gegessen, ja. Also... Er hat was aufregendes als Boots 1 von ausprobieren. Diese Packe ist sauber und ordentlich. Wie viel Lake-Schirm hat er? Ja, also er freut sich halt. Erinnert mich an... an Bundesbeißler und sein... und Tientran. Grüße. Was er ja mal erzählt. Und wir haben hier Müll herumzuliegen. Hier sieht es nicht so aus. Als ob hier jemand groß aufpasst. Eigentlich ist das aber das Gebiet noch von unserer Hilfskraft Nummer 2. Was soll ich ihn erstmal hier sauber machen? Ja, ihr müsst ja... das ist nicht so ganz, wie ich mir vorstelle hier. Der Mülleimer quillt auch über. Und hier hinten ist halt... Ach so, hier geht aber... Uiuiui, okay, ist mein Fehler, sorry. Aber so ist es. Gut. So, die nächste Achterbahn. Die nächste Achterbahn, meine Freunde der leichten Unterhaltung. Aber wir schauen nochmal kurz. Eine Baumstammrutsche kommt. Oh, ist natürlich auch sehr schön. Eine Baumstammrutsche. Flight of the Phoenix. Kurz gucken, wie wir uns noch hier hinpassen. Na, zeigt schon an. 8.900. 9.000. Wo
Kohle noch. Wieso passt das so nicht hin? Achso, das Baumweg. Ah, cool. So. Genau das ist schon mal gut. So, dann machen wir mal hier den. Hier hin und den Punkt dahin. Machen wir mal auch 2,50 oder 2,70. Ja. Dann haben wir hier die nächste Achterbahn. Wie viel haben wir jetzt hier? 2 Züge mit 7. Ist auch schon wieder zu viel. Also da muss man wirklich aufpassen. Mit 5 Waggons. Ah, ich denke mal mit 6 wäre schon wieder zu viel. Aber wir gucken einfach mal. Ja, gerade so. Aber ja, lassen wir mal mit 6. Hängt zwar drüber, aber es ist okay. So. Dann müssen wir mal wieder ein Wegchen bauen. Am besten wir bauen erstmal von... Ich sag mal von hier hin. Wird so der Kernweg erstmal. Baumstammrutsche. Ja, den Weg müssen wir dann von so nach so wahrscheinlich eher noch machen. Oder wir machen es anders. Sieht auch nicht so schön aus. Ja, denn nie, das ist so viel nicht. Dann machen wir es lieber anders. Dann machen wir nochmal so weiter. So. 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 Dann müsste das eher passen. Gut. Okay. Dann könnt ihr da alle hingehen. Hoffe ich. Hoffe ich mal. So, Mechaniker 3. Hat momentan ja 3 Sachen. So dass das hier nicht ins Gewicht fallen sollte. Unser Freund und Kupferstecher hier. Hilfskraft. Und auch weiter nur hier hinten rum. Und dann müssen wir mal wieder das hier noch bauen. Tester 1 ist defekt. So, gut, dann haben wir es erstmal. Es läuft. So, wir könnten mal wieder die Gitteransicht machen. Attraktion aus, Landschaft, Stützen und auch die Menschen. Um mal zu sehen, ob irgendwo randaliert wurde. Sieht aber nicht aus. Es liegt nur, da liegt noch einmal Kotze rum. Aber das ist in Ordnung. Da liegt noch... Ist also nicht weiter wild. Doch die Mülleimer sehen jetzt nicht so stark aus, dass ich jetzt irgendwie sage, so doll verschmutzt. Also ich bin zufrieden. Es gab Zeiten,
Da habe ich das lange nicht so gut hinbekommen. Aber jetzt... Schiffsschaukel. Und jetzt auch so ein bisschen hier. Ja, so viel bezahle ich nicht. Gehen wir mal um den Preis runter. Die Leute stehen wieder ein bisschen an, weil die Fahrgeschäfte nicht so gehen. Kaputt. Twister 1. Zahle ich nicht. Das heißt, auch hier sind wir schon wieder. Andere Sachen. Da merkt man, da läuft's gut. Und es gibt hier, ihr seht's ja, da rennen die wie bekloppt hin und her. Ich glaube, auch das ist ein Grund, das ist auch nicht so gelöst worden. Die scheinen dann ziemlich viel im Kreis zu rennen, die Leute, bis die vielleicht aus dieser Ecke rauskommen. Das sehen wir ja auch an unseren Hilfskräften oder so, dass das dann in so einer Ecke dann gerne rumgerannt wird. Aber ich überlege, ob ich noch einen Weg mache, vielleicht hier so lang. Andere 10 Personen fahren. Also es wird auch werden, keine Frage, weil, wie gesagt, hier können auch noch, auf jeden Fall die Baumstammrutsche kann ich mir hier vorstellen. Vielleicht hier sogar noch so eine ähnliche Achterbahn. Da muss man mal sehen. Und wie gesagt, auch noch Platz auf dem See für sowas. Ich bin noch gespannt, was wir noch als nächstes. Springbrunnen haben wir. Typ. Fortschritt, Fertigstellung. Springbrunnen, immerhin. Ist jetzt nicht sowas Großes. Aber okay, man muss ja jetzt auch nicht immer so viel an großen Sachen haben. Und im zweiten Jahr hat es jetzt nicht so viel geregnet, glaube ich. Ich glaube jetzt das erste Mal mit Blitz und Donner hier, dass das abgeht. Auf jeden Fall sind wir gut dabei. Also da brauchen wir uns nicht so viel Sorge zu machen. Schon alleine, weil ich ja nicht sage, ich baue jetzt hier wie so ein Bekloppter eine eigene Achterbahn. Das sieht nach dem zweiten Jahr. Ja. Genau. Quack, quack, quack. So, unsere Freunde Schmunzel und Simon, sind die noch da? Ja. Schmunzel und Simon sind noch im Park unterwegs. Also die begleiten mich hier die gesamte zweite Jahr hindurch. Simon hunger und durstig und ich frage mich, er ist doch jetzt aber gerade, wa? Oder nicht? Pizza. Ja. Und wie schon. Okay. Gutes Angebot. Ist immer noch nicht mit mir gefahren. Und Schmunzel auch Hunger und Durst. Okay, mit 11 gefahren. Aber tja. So. 13. September. Und am 11. So, was hier denn los? Wo haben wir denn hier unseren Kumpel, der sauber machen soll? Rennt jeweils nicht darum, wo ich ihn sehen könnte. Das müsste Hilfskraft 2 sein. Der läuft da gerade entlang. Ach ja, hier hat er auch nicht. Okay, dann warten wir ihn noch an ihm. So. Gestaltung. Das sind sie hier, die Springbrunnen. Die kann man hier auch gegenüber anbringen und dann springt da das Wasser hin und her, wie wir gleich sehen werden hoffentlich. Ja, da. Ist auch cool. Das könnten wir ja noch am Eingang bauen.
kann man auch überall, wo gerade eine freie Stelle hier sehen, kann man sowas mal hin platzieren. Ist jetzt nichts Großartiges. Okay. Kann man machen, muss man nicht. Schöne Verzierung allemal. Und ja. Wieder ein bisschen was gemacht. So. Baumstammrutsche hatten wir noch, glaube ich, nicht wahr? Ja, eine Baumstammrutsche. Die Logger's Revenge, die hatte ich, glaube ich, schon im ersten. Oder hatte ich die schon? Nee, jetzt im zweiten Szenario hatte ich sie doch, glaube ich. Das ist also, wie gesagt, auch, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte zu bauen im dritten Jahr. Aber ich würde gerne noch eine Achterbahn hier bauen. Die ist einfach, die würde zwar auch gut kommen, aber ich würde gerne noch so eine ähnliche wie. Welche waren das, die hier? Ja, wir nehmen mal die Bäume hier weg. Und dann schauen wir mal, ob die hier passen würde oder ob sie vom Abhang. Nicht so. Na doch. Würde passen, würde passen. Aber es würde eng werden. Denn wir müssen ja den Weg hier durchbauen. Müssen wir gleich mal gucken. Aber jetzt mit sagen, die kommt hier hin. Dann müssen wir den Weg. Ich zeige euch mal. Den Weg müssen wir jetzt so bauen. Dann könnte man hier hinten noch die Baumstammrutsche hinmachen. Also das ist der Plan für dieses Gebiet. Mehr würde dann hier hinten nicht so hinpassen, aber das sind noch zwei große Projekte, die werden wir auf jeden Fall dann noch angehen im dritten Jahr. Und ansonsten, ja, es ist, würde noch mehr Platz sein, klar, wir könnten noch erweitern. Aber insgesamt wäre ich so zufrieden bislang. Sieht gut aus. Haben noch ein bisschen hier, wo man was machen könnte. Also ich bin gespannt, was noch kommt. Achterbahnentwicklung. Fortschritt. Habe ich das nicht hin? Landschaften und Themengestaltung. Kommt schon nichts anderes. Verbesserung. Fortschritt. Ach so. Nee, Entwicklung heißt sowas. Entwickelt ja. Also wieder eine Achterbahn, die kommt. Vielleicht ist es ja diese Mini-Achterbahn. Die würde mich freuen. So. Und wo wir gerade dabei sind. Man sieht, wir sind bei Bootsverleih, der ist auch nicht mehr so gerade. So viel bezahle ich nicht. Gerne etwas Aufregendes. Da können wir nämlich jetzt mal gleich die Boote wechseln. Machen wir mal hier geschlossen. Dann schauen wir mal. Wir haben Schwanpaddelboote, Rammboote oder Wasserdreinräder. Ich glaube, wir nehmen mal die Wasserdreinräder. Gehen wir mit dem Preis auch ein bisschen runter. Und dann. Diese Rammboote sind cool für, wenn man kein Parcours, sag ich mal, macht, sondern einfach die Leute fahren lässt, dann können die sich da gegenseitig schön wegrödeln. Aber wie gesagt, das ist manchmal ein bisschen tricky, weil wenn man hier nicht so ein Parcours baut, ist mir schon mal passiert, dass dann die unmöglichsten Wege fahren und einfach nicht mehr zurückkommen. Also dann hängen die hier hinter, dann kannst du das ganze Ding schließen und wieder machen. Also, daher lasse ich das erstmal. Gut. Wir könnten jetzt ansonsten, mache ich mich gerade mal, die sechste Hilfskraft ist jetzt hier, hat einen guten Weg, ja. Glaube ich, bräuchten wir noch eine siebte, sicher ist sicher. Aber erstmal müssen wir ja den Weg bauen. Und das wird ja jetzt auch so ein bisschen anders. Wie Achterbahn im Weg. Kannst du mich verarschen? Oh, habe ich das nicht so erwischt, wie ich es eigentlich wollte, glaube ich. Dann machen wir das hier mal. Da war noch eins, ist defekt. Ne, da lang.
So, bis dahin. Dann machen wir das. So, dann haben wir erstmal schon mal so, wie es weitergehen soll. Jetzt könnte man das auch wieder abgrenzen, dass die hier nicht durchlaufen und bis nach da unten. Aber das ist jetzt nicht so weiter wild, denn wir kommen so langsam hier zum Ende der nächsten Stunde, die wir dann hinter uns haben. Und wir schauen mal kurz auf die Parkbewertung. 814, 879 Besucher, also das ist phänomenal, was hier abgeht. Ist jetzt auch nicht so viele Murren, also Gedanken. Ich muss nicht zur Toilette. Der Park ist sowieso und ordentlich, bin ich hungrig, mir ist schlecht. Naja, es sind einige, die nicht so, glaube ich, gut drauf sind. Aktionen. Aber okay. Achterbahn 3. Was denn hier? Auch zu teuer? Ja. Ist auch schon zu teuer. Hier gehen jetzt so auch so einige rein. Es ist hier sowieso immer voll. 1,20, das ist gut. Auch voll. Ist auch wieder keiner. So viel bezahle ich nicht für Schiffsschaukel. Hier ist voll, da ist voll, voll. Twister. Beim Twister bin ich jetzt schon beim Preis angelangt, was das Geisterhaus hat. Riesenrad ist auch, machen wir mal 70. Und auch Karussell machen wir mal noch weiter runter. Und da stehen sie alle an. Also, das ist nicht so schlecht. So, was kommt denn? Oder was haben wir jetzt bekommen? Ich bin ja auch gut. Ein Schienenachterbahn. Die Monorail. Ich krieg gerade wie so ein Bekloppter. Ach, die. Die gab's auch noch. Stimmt, die gibt's auch noch. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wenn man die hier so hinmachen würde. Die kostet auch gar nicht so viel. Würde gut passen. Sag ich mal. Würde hier sehr, sehr gut hinpassen. Momentan überlege ich gerade doch noch ein bisschen. Was haben wir denn hier am Geländeerweiterung? Können wir hier? Das könnten wir hier dazu kaufen. Hier hinten haben wir auch noch ein bisschen was. Also. Ich überlege gerade. Das würde natürlich eine Menge kosten. Denn ich darf auch nicht vergessen, wenn ich die jetzt hier hinbaue. Das ist nämlich das Problem dann. Wenn ich die jetzt nämlich hier hinbaue und ich habe nicht so diesen Platz, dann muss ich ja wieder mit dem Eingang und Ausgang aussehen. Ich verdiene weiterhin gut. Und deswegen machen wir das jetzt hier erstmal. Und dann haben wir schon mal die Fläche, die man haben kann. Ja, ihr seht auch, hier hätte ich es machen können, aber hier geht es. Lasse ich einfach so. Dann nehmen wir noch die Bäume weg. Der. Oh, habe ich einen sogar vergessen. Na, upsala. Dann wird es im dritten Jahr auch darum gehen, dass wir noch ein bisschen auch wieder verschönern.
wird wahrscheinlich nicht so viel mehr gemacht werden. Und wie gesagt, wenn ihr weiterhin wollt, dass ich irgendein Fahrgeschäft oder auch Person benenne, dann schreibt es in die Kommentare. So, Riesenrad 1 defekt. Wir schauen mal, 25. Oktober, wir sind gleich durch. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir warten auf jeden Fall bis dann zum 3. Jahr und dann wird auf jeden Fall die Monorail in Angriff genommen und auch die Baumstammrutsche kommt hier noch hin. Verschönerungen werden noch gemacht. Wir gucken noch weiter, ob alles läuft. Wir schauen noch mal jetzt kurz, ob Simon und Schmunze sind beide noch da. Das ist erfreulich. Eine Stunde und eine Minute im Park, daran kann man sehen. Ich stehe für Autofahren schon eine Ewigkeit an. Da sieht man also, er kommt hier auch ganz schön rum. Ja, Autofahren ist immer beliebt. Das ist dieses Kuriose, also sowas wie Twister oder so, oder Schiffschaukel. Ja, da sind jetzt wieder ein paar, aber Twister, pff, ist wirklich merkwürdig. Und ja, wir nähern uns dem Ende der zweiten Runde hier. Von Leafy Lake. Würde mal gerne wissen, ob hier ein Ungeheuer drin wohnt. Im Leafy Lake, aber der würde wahrscheinlich hier alle, die in den Park kommen, erstmal versuchen umzubringen. Und ja, dann sind wir jetzt im 3. Jahr angekommen. Ich speichere mal wieder. Und da bedanke ich mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Ciao, ciao.